Wie wehre ich mich gegen eine Zollbeschlagnahme? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Fallschirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem kommt im Mai 2020 mein Buch Markenrecht einfach beim Verlag CH Beck heraus. Mehr dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich mal, wie man sich gegen die Beschlagnahme von Waren durch Zollbehörden wehren kann. Wer überhaupt erstmal erfahren möchte, was Zollbeschlagnahme oder auch Grenzbeschlagnahme ist, dem lege ich mein Video hierzu ans Herz, was ich hier unter diesem Video verlinkt habe. In Kurzform kann ein Markeninhaber die Zollbehörden beauftragen, markenverletzende Ware automatisch erst einmal festzuhalten und dann gegebenenfalls zu vernichten. Wenn eine Zollbehörde entsprechend Waren aufhält, dann gibt sie dem Markeninhaber 10 Werktage Zeit, um einen Antrag auf Vernichtung der Waren zu stellen. In diesen 10 Tagen wird dem Markeninhaber dann also Zeit gegeben, festzustellen, ob es sich um Originale oder um Fälschung handelt. Und er kann dann eben zum Beispiel Bilder auch anfordern oder vielleicht sogar eine Probe der Waren, um eben zu sehen, ob es sich um eine Fälschung oder um Original handelt. Wenn dann dieser Antrag auf Vernichtung vorliegt, dann wird dem Empfänger der Waren 10 Tage Zeit gegeben, um diesem Antrag auf Vernichtung der Waren zu widersprechen. Wenn der Empfänger der Waren diesem Antrag nicht widerspricht, dann werden die Waren vernichtet. Der wichtigste Schritt in der Verteidigung gegen eine solche Beschlagnahme von Waren durch die Zollbehörden ist also der fristgerechte Widerspruch gegen den Antrag auf Vernichtung der Waren. Ab dann gibt es einen wichtigen Unterschied, je nachdem, ob eine Unionsmarke geltend gemacht wurde oder eine deutsche Marke. Wenn die geltend gemachte Marke eine deutsche Marke ist, dann muss der Markeninhaber innerhalb von 10 Werktagen eine gerichtliche Entscheidung über die Markenverletzung oder die jeweilige Schutzrechtsverletzung vorlegen und sonst muss der Zoll nämlich die Waren freigeben. Und hier liegt ein wichtiger Ansatz in der Verteidigung gegen eine solche Beschlagnahme von Waren, denn eine solche Entscheidung kann der Markeninhaber eigentlich nur mit einer einstweiligen Verfügung bewirken. Und eine Entscheidung über eine einstweilige Verfügung kann man leicht hinauszögern, indem man eine Schutzschrift hinterlegt. Hierzu habe ich auch ein Video gemacht, was ich hier unter diesem Video verlinke. In einer Schutzschrift trägt man dem Gericht im Wesentlichen alle wesentlichen Argumente vor, die gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung sprechen und hilfsweise beantragt man neben der Abweisung des Antrags auf einstweilige Verfügung, dass diese einstweilige Verfügung nicht ohne vorherige Anhörung oder Verhandlung entschieden wird oder erlassen wird. Es kann gut sein, dass das Gericht eben länger als 10 Tage braucht, um eine mündliche Verhandlung oder eine Anhörung anzuberaumen. Und dadurch kann dann der Markeninhaber diese Frist beim Zoll nicht einhalten und der Zoll muss die Waren wieder freigeben. Wenn also die geltend gemachte Marke eine deutsche Marke ist, dann kann man sich durch die Hinterlegung einer Schutzschrift sehr effizient gegen die Beschlagnahme der Waren wehren. Wenn die geltend gemachte Marke allerdings eine Unionsmarke ist, dann muss der Markeninhaber innerhalb von 10 Werktagen lediglich den Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung vorlegen, zum Beispiel auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung oder den Klageantrag vorlegen. Das hilft einem also als Beklagter oder beziehungsweise als derjenige, der die Waren empfangen möchte, dessen Waren beschlagnahmt wurden, nicht viel weiter. Hier muss man also möglichst zeitnah, bevor eben vielleicht irgendwelche gerichtlichen Schritte unternommen werden, auf den Markeninhaber zugehen und in Verhandlung eintreten. Wenn nämlich der Markeninhaber den Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung stellt, also eine einstweilige Verfügung beantragt oder eine Klage einreicht, dann bleibt die Ware erstmal so lange beim Zoll, bis über diesen Antrag entschieden ist, also bis die Klage rechtskräftig entschieden ist oder bis die einstweilige Verfügung der Antrag auf einstweilige Verfügung entweder zurückgewiesen wurde oder dem stattgegeben wurde. Und wenn der Markeninhaber erfolgreich ist in einer dieser Entscheidungen, dann wird die Ware vernichtet. Außerdem kann der Markeninhaber auch gegen eine Sicherheitsleistung die Überlassung der Waren vom Zoll verlangen. Das ist eine weitere Spielart, die allerdings eben
leider eher dem Markeninhaber nützt. Daher sollte man auf jeden Fall, sobald man von einer Zollbeschlagnahme aus einer Unionsmarke erfährt, mit dem Gegner Kontakt aufnehmen und in Verhandlung treten. In einem ganz konkreten Fall, den ich gerade abgeschlossen habe, habe ich mich beispielsweise mit Apple darauf geeinigt, dass relativ umfangreiche Ware, ein paar tausend Wareneinheiten, umverpackt wurden, weil eben das Apple-Logo auf den Verpackungen drauf war. Aus meiner Sicht hätten wir in einem Markenverletzungsprozess auch relativ gute Karten gehabt, weil das eben nur dort aufgeführt war als kompatibel mit und dann eben Android und Apple, also iOS und so weiter, also verschiedene Marken. Und es war eigentlich für den Verbraucher klar, dass das kein Produkt von Apple ist. Aber es kann ja trotzdem sinnvoll sein, sich mit Apple zu einigen, denn wenn wir das durchgefochten hätten auf dem Klageweg, dann hätten wir bestimmt ein paar Jahre gebraucht, da Apple eben auch alle Instanzen gerne durchspielt, und dann hätten wir die Ware in 3 Jahren auch noch nicht gesehen. Das heißt, da der Mandant die Ware möglichst schnell weiterverkaufen wollte, haben wir uns dann mit Apple darauf geeinigt, dass wir die Ware umverpacken, die alten Verpackungen vernichten und dann eben neue Verpackungen wählen, wo dieses Apple-Logo nicht abgebildet war. Und dann hat eben der Markeninhaber, also Apple, die Ware freigegeben beim Zoll. Wir haben dann umverpackt und der Mandant kann die Ware jetzt ungefähr, ja, vielleicht 2 Wochen nach Beschlagnahme der Ware wieder verkaufen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man mit einer Zollbeschlagnahme oder Grenzbeschlagnahme umgehen kann. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss: schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.